Noch vor erster Advent. Xmas Tauschkonzert beliebter als zuvor. Alle Jahre wieder. Seit der ersten Sing meinen Song Staffel ist es Tradition, dass sich die aktuellen Kandidaten kurz vor den Feiertagen zu einem Xmas-Konzert zusammenfinden. Dieses Jahr luden die Jungs von The Boss Hoss ihre Musikerkollegen ein, um sich auf die besinnliche Jahreszeit einzustimmen. Obwohl das Spezial dieses Jahr schon ausgestrahlt wurde, bevor die Weihnachtszeit überhaupt richtig begonnen hat, konnte es bei den Zuschauern quotentechnisch ordentlich punkten. Während das Weihnachtskonzert von Xavier Naidoo, 46, Nena, 57, und Co. im letzten Jahr nur einen Marktanteil von schwachen 7% erzielen konnte, lief es für die diesjährige Ausgabe deutlich besser, wie das Medienmagazin DWDL berichtet. Die diesjährige Xmas-Ausgabe ist mit 1,82 Millionen Zuschauern und einem Wert von 12,2% in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die erfolgreichste in der Geschichte der Show. Auch das anschließende Spezial Ich trink auf dich, mein Freund. Minus die Tauschkonzert-Story konnte gute Zahlen verbuchen und bescherte Vox damit einen guten Tagesmarktanteil von 8,2%. Bei diesen guten Ergebnissen ist es natürlich keine Überraschung, dass es auch eine fünfte Staffel der Erfolgsshow geben wird. Dort ersetzt Mark Forster, 33, dann Sascha Vollmer, 45, und Alec Völkel, 45, als Gastgeber und darf sich auf Rhea Garvey, 44, Wir sind Heldenfrontfrau Judith Holofernes, 41, Leslie Clio, 31, Marie Ross, und Revolverheld Johannes Strate, 37, als Songtauschpartner freuen.